Isabel, ich meine, das ist natürlich wie ein Wunder. Ja. Als Phänomen. Man begreift es eigentlich gar nicht. This film is so much about memory and fiction and how we fictionalize our own lives and our own stories we tell about ourselves. Die Pariser Verlegerin Joan trifft nach Jahrzehnten ihre erste große Liebe wieder. Aufgewühlt verlässt sie daraufhin die Stadt und zieht sich in ihr Landhaus zurück. Dort lässt Joan ihr Leben Revue passieren. In ihren Erinnerungen verschwimmen Wunsch und Wirklichkeit. Und es offenbart sich ein schwerer Schicksalsschlag. Während ihrer emotionalen Reise durch die Vergangenheit bekommt Joan Besuch von ihrem erwachsenen Sohn Nathan und dem exzentrischen Schriftsteller Tim Arden, der seit Jahren in sie verliebt ist. Ich glaube nicht, dass man aus den richtigen Gründen geliebt oder gehasst wird. Du bist gekommen. Nee. Du Sturkopf. Woraus besteht die Lebensgeschichte eines Menschen? Das Drama Die Zeit, die wir teilen, nähert sich dieser Frage aus der subjektiven Perspektive seiner Hauptfigur Joan, gespielt von Isabelle Huppert. Ihr Co-Darsteller Lars Eidinger ist selbst ein großer Bewunderer der französischen Schauspielerin. Mit Isabelle, ich meine, das ist natürlich wie ein Wunder. Ja. Als Phänomen. Man begreift es eigentlich gar nicht. Und also ich bin mit dieser Schauspielerin groß geworden. Es ist für mich die Schauspielerin, wahrscheinlich ist es sogar die Schauspielerin, die als erstes einfällt, wenn man an Schauspielerei denkt. Was, ich finde es auch nachvollziehbar, im Brockhaus ist neben Schauspielerei ein Bild von Edith Kleber, finde ich völlig legitim, aber ich finde, dass Isabelle Huppert da auch gut drin vorkommen könnte. Also Wikipedia, wenn man Schauspielerei googelt, dann kommt das Bild von Isabelle Huppert. Es ist wie der Inbegriff von Schauspielerei. Natürlich hat es mich interessiert, sie kennenzulernen und ihr zu begegnen. Das Verrückte ist, dass sie sich im Spiel öffnet und dass man ihr im Spiel begegnet. Dass es egal ist, im Grunde, wie gut man sich versteht. Und wir haben uns gut verstanden. Wir waren zusammen schwimmen, nachts bei uns im Hotel. Wir waren zu zweit untergebracht in der Nähe von Lyon. Und dann hat sie mich gefragt, gehen wir schwimmen? Und dann sind wir nachts um 23 Uhr sind wir zusammen schwimmen gewesen, draußen in einem kleinen Pool. Also er hat gesagt, sie ist geschwommen und ich bin gelaufen, weil das Becken so flach war. Aber eine Stunde sind wir so durchs Wasser gelaufen. Und ja, das war unvergesslich für mich. Das heißt, auf der einen Seite begegnet man ihr natürlich privat, in Anführungszeichen, und dann begegnet man ihr im Film, im Spiel. Und das war um so vieles intensiver und unvergesslich für mich. Und da haben wir uns wirklich kennengelernt. Und am Ende gab es diesen Kuss hier. Unter diesem Kuss. Und dann habe ich gehört, wie Isabelle mit der Kamerafrau diskutiert hat wegen Covid und haben gesagt, ja, es ist vielleicht nicht gut, wenn unsere Lippen sich berühren und vielleicht könnte ich die Hand hervorhalten. Dann sieht man, dass wir uns gar nicht wirklich berühren. Und ich habe das nur so mitgehört und habe dann gesagt, wie jetzt, ich habe einmal in meinem Leben die Chance, mit Isabelle Huppert zu spielen. Ich denke darüber nach, dass ich unsere Lippen nicht berühre. Dann habe ich Isabelle so angeguckt. So. Und dann haben wir die Szene gespielt und am Ende hat sie mich geküsst. Freya Mather spielt die jüngere Version von Joan. Als Vorbereitung auf die Rolle hat sie sich intensiv mit den Filmen von Isabelle Huppert befasst. I definitely did a lot of sort of obsessional watching of her films throughout her career to get a sort of sense of her and a presence of her and an echo of her. But then, as this film is so much about memory and fiction and how we fictionalize our own lives and our own stories we tell about ourselves, there is also an element of sort of, an element that could be, I guess, absurd, and an element that allowed her to be maybe a fictionalized version of how Joan remembers herself when she was younger. The role also shows a woman being so various and
living many different lives and having many different loves, and sort of not just, I don't know, something you can sum up in a sentence. I think it's a really beautiful gift, and it's something that, yeah, that as an actor you kind of jump upon. Die Zeit, die wir teilen, läuft seit dem 31. August im Kino.